Servus Leute und herzlich willkommen hier zurück zum weiteren Video auf meinem Kanal. Heute in Klagenfurt, ÖFB Cup Finale, Rapid Wien gegen Sturm Graz. Ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich bin nicht allein in Klagenfurt, mit dabei der Konsti. Wir machen heute das Wörthersee Stadion, aka wie heißt es, 28 Black Magic oder irgendwie so. Stadion unsicher. Wir freuen uns schon aufs Spiel. Wir sind da beim Fandorf von Sturm natürlich. Dresscode schwarz. Ich habe sie noch in der Tasche. Es wird ein bisschen heiß noch. Kommt danach, wenn wir zum Stadion gehen, raus. Nichtsdestotrotz holen wir uns zum Trinken, was zum Essen. Und wir schauen ein bisschen, wie die Stimmung ist. Ich habe vorher gesehen, die Sturmfans und die Rapid-Fans schreien sich schon gegenseitig ein bisschen was zu. Schauen wir mal, ob wir da was aufnehmen können. Wir schauen jetzt mal zum Fandorf und werden reinhauen. Jungs, ihr Sturmfans, auf der Brücke hinten sieht man, sind die Rapid-Fans, die singen hin und her Beleidigungen. Richtig gut. Wir sind jetzt mitten im Fandorf, Konzi, ich hole uns da was zu essen. Es ist so viel los, es sind so viele Menschen, Wahnsinn. Aber wir brauchen jetzt mal was zu essen. Also wenn wir nicht Jakob da, wie glaubst du, geht das Spiel aus heute? Also ich tippe Storkhofer 3-1 für Sturm. Ich glaube, es wird zuerst 1-0 stehen und dann macht der Rapid schnell mal einen Ausgleich. Aber dann in der zweiten Halbzeit wird Sturm zwei Tore machen, dann geht es 3-1 für Sturm aus. Ja, alles klar, schauen wir mal. Wir haben uns einen Platz gefunden unter den ganzen Sturmfans. Wir haben uns eine Bratwurst, Kohl, Semmel, Ketchup, Senf. Lass dir schmecken, kannst du. Das schmeckt. Die Leute fangen an zu schreien, Mario aus, Leo, 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 da hinten. Hier steht er. Mario Haas macht Fotos mit den Leuten. Aber richtig cool ist auch Mario Haas, wie immer sieht, er ist so vom Stadionvorplatz in Graz. Ich bin selber beim ersten Mal, wo ich in Graz im Stadion war, getroffen. Wegen ihm bin ich auch Sturmfan geworden. Deswegen sehr cool. Er nimmt sich auch immer die Zeit für Fotos. Richtig cool, dass er das immer macht. Deswegen sehr, sehr cooler Typ. Wahnsinn Stürmer damals gewesen. Wir haben uns mal was zum Trinken geholt. Zwar etwas Wucherpreise mit 12 Euro, aber ein Spritzer, ein Bier, Radler gab es leider keinen. Aber wir lassen es uns schmecken. Prost. Prost, rein da. Die Vermutung liegt nahe, dass schon jemand mit dem Alkohol übertrieben hat. Oder es irgendeine Auseinandersetzung gegeben hat. Egal wo man hinschaut, in jeder Ecke stehen die Menschen und alle wollen ins Stadion. Alle wollen dahinter rein zum Cupfinale. So, Stimmung ist hervorragend, auch da wird schon gesungen. Schaut mal, wie viele Leute da sind, wollen ins Stadion rein, aber bis ganz, ganz nach vorne Schlange. Das ist das richtige Gesicht, was man da macht, aber ich hoffe, es geht schnell. Es geht um die Prediction. Ich finde, es gibt eh nur zwei Möglichkeiten. Entweder es wird knapp oder nicht knapp, aber ich meine, das kann ich jetzt nicht sagen. So ist blöde Aussage, deswegen sage ich 4-0 Sturm Graz heute. Was sagst du? Ich sage 3-0. Das geht sich aus. Also, mit dem Cup ist natürlich immer alles möglich, wenn Rapid defensiv stark steht. Es ist auch möglich, dass Verlängerung 0-0, 1-1, was auch immer, und bis ins Elfmeter schießen. Aber trotzdem, ich glaube, es wird heute eindeutig. Im letzten Mal habe ich das Schein gedrückt. Heute stimmt's. 4-0. Man muss aber auch sagen, die Kulisse hier hinten mit den Bergen ist sehr, sehr schön. Hier im Stadion. Großes Stadion, schöne Kulisse. Alles, was ein Fußballabend braucht. Danke, so kommt die Stimmung. So muss es sein. So nicht anders. Da oben, auch die Polizei ist mit Hubschrauber vertreten. Hat von oben alles im Blick. Da drüben Sturm Graz, Cupsieger 23. Ich weiß nicht, ob es noch nicht ein bisschen zu früh ist für das Leiberl. Aber mal schauen. Daumen sind gedrückt. Man kommt einfach nur so langsam vor, wir sind noch immer da. Halbe Stunde später. Wahnsinn. Wir könnten ruhig ein bisschen weiter tun. Trotzdem gesagt, da vorne ist nur ein Eingang offen pro Seite, rechts und links. Könnt ihr nicht mal beim Cup-Finale mit 30.000 Leuten ein paar mehr Mitarbeiter her schicken? Wir haben jetzt, glaube ich, 45 oder 50 Minuten gewartet, bis wir reinkommen. Ihr seht es im Hintergrund. Da stehen richtig viele Leute an. Das hat so lange gedauert, sind so lange gestanden. Dann waren wir innerhalb von 3 Minuten drin, kurze Ticketkontrolle und dann alles fertig. Hauptsache jetzt mal ins Stadion rein, wir holen uns was zum Trinken, was zum Essen oder so. Und dann auch zu unseren Plätzen. Wir haben schon 50 Minuten gewartet und sind noch immer so viele Leute da draußen. Ihr seht es, Wahnsinn. Aber das Stadion ist voll heute. Auch überall Polizei, Szene, Kultdienst, Leute in Uniform. Also da ist heute einiges los. Ich bin angekommen im Stadion, ihr seht es im Hintergrund. Ich zeige jetzt mal, wie das Ganze bisher ausschaut, wie die Fankulisse ausschaut. Wahnsinn bisher. Hier auf der Seite alles die Sturmfans voll. So viele Leute. Auf der anderen Seite Rapid. Auch die Choreografie ist schon angedeutet. Vereinsfarben. Richtig, richtig viele Leute. Links die grün-weiße Wand. Rechts die schwarz-weiße Wand. Das wird richtig, richtig geil. Ich werde nachher da oben sitzen. Konzi sitzt da hinten in der Ecke. Also auch richtig geile Plätze für uns. Aber man muss auch einfach sagen, es ist so ein schönes Stadion. Also auch ein guter Austragungsort fürs Finale. Wie gesagt, Rapid-Fans hier. Da hinten die VIP-Bereiche, andere Längsseite. Und da drüben die Sturm-Fanseite. Und hier die Längsseite. Auch alles sehr schön. Wahnsinn, ich freue mich schon so sehr. Die Rapid-Spieler kommen rein. Es ist so ein Pfeif-Konzert. Wahnsinn. Und man hört's.
Hilfe! Heftig! Auf die Schotte! Es ist so heftig laut! Es ist so laut! Auf die Schotte! Und drüben, wer die Hüfte ist, ein Graz oder so. Oder ein Bauer, ich verstehe es nicht. Konsti ist sogar Teil von der Choreografie heute, der hat ein Ding. Ich sitze weiter drüben, aber ich glaube, er wird Spaß haben. Es wird lustig, ja. Alle nehmen Schal auf und runter. Die Stimmung ist jetzt schon so gut. Man hat eine Stunde Vorsprung. Heftig. Wir wollen Sturm sehen. Wir haben uns auch vorher was zu trinken noch geholt. Ich habe mir einen Fanta geholt. Sie geben einfach eine Flasche her. Ich habe noch nie im Stadion erlebt, dass sie eine Flasche hergeben. Aber naja, Hauptsache ich habe was zu trinken. Der hat sich noch ein Bier geholt. Der braucht das noch. Als wieder Reparatur vom Wochenende. Stellt euch vor, ich habe heute die Möglichkeit da zu spielen. Wahnsinn. Wahnsinn. Das muss so geil sein. Wirklich eines der geilsten Erlebnisse, die du als Spieler haben kannst. 30.000 Leute, alle frenetisch, alle machen mit. So heftig. Jetzt kommt die Mannschaft von Rapid und es ist wieder ein Wahnsinns-Pfeifkonzert. Alle pfeifen. Drüben fangen sie an mit Pyrotechnik. Ich hoffe, man versteht nicht. Es ist so laut. Ich höre mich selber nicht vor lauter Pfiffen. Aber die feiern komplett ab, die Spieler. So muss es sein. Die Sturmmannschaft. Und alle feiern. Jungs, erholt das. Oh, 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 oh. Und Pyros. Ein bisschen näher. Sturm wärmt auf, Rapid wärmt auf. Ich glaube, die sind auch alle schon richtig nervös vom Spiel jetzt. Alle in Schwarz, umgedreht. Das schaut sehr geil aus. Und hüpft, wer eine Tüfte ist in Wiener. Kurz zum Sportlichen. Ich blende euch wie immer die Aufstellungen hier und hier ein. Rapid und deswegen glaube ich, dieses hohe eindeutige Ergebnis. Sehr geschwächt in der Innenverteidigung. Querfeld verletzt, Zollbauer gesperrt. Die zwei Innenverteidiger, Stamminnenverteidiger nicht dabei. Deswegen glaube ich, Wimmer und Mormann nicht eingespielt, dass ihnen vielleicht der ein oder andere Fehler passieren könnte und dass das gegen Manuel Mega mit seinem Tempo nicht cool ausgehen kann, ist glaube ich jedem klar. Deswegen glaube ich immer eindeutiges Ergebnis. Vielleicht geht es ganz anders aus. Burgstall ist natürlich immer für eine Überraschung da. Kühn wieder da, Greil auch so gut in letzter Zeit. Mal schauen. Natürlich Daumen drücken für Sturm Graz. Ich bin gespannt, das Spiel wird richtig, richtig geil werden. Ich freue mich schon extrem drauf. Die Stimmung ist auf jeden Fall schon mehr als Cup-finalwürdig. Richtig, richtig geil. Da war nicht nur hier von den Fans die Kulisse, auch hinterm Stadion. Der Sonnenuntergang, die Berge. Richtig schön. Stankovic! Jetzt hier, Länder. Torschütze vom letzten Finale. Hier, Länder! Es wird so laut gepfiffen. Aufstellung von Rapid. Wahnsinn. Ohne Worte. So laut gepfiffen von da. Sie doch drüben schon angedeutet, komm, erfüll den größten Wunsch in mir, noch einen Titel hol mit dir. Wahnsinn. Egal, was heute passiert, ich kann jetzt schon sagen, es ist das absolut heftigste Stadionerlebnis bisher. Es ist so laut, die Stimmung beim Aufwärmen schon grenzenlos, heftig, vorm Stadion, im Stadion, wieder noch nicht mal begonnen. Also ich freue mich so extrem, es wird so gut werden. Ja, ich muss auch sagen, mein Platz heute ist richtig geil. Schaut euch mal diese Overview über das ganze Feld an. Perfekte Bedingungen. Das ist immer. Es ist so laut. Es sind nur Fans hier. Wahnsinn. Oh, hier sieht man jetzt auch die Choreografie von Graz angedeutet. Schaut richtig schön aus, richtig geil. Ich bin gespannt, was drumherum passiert. Ihr habt ja vorher schon gesehen, hier weiße, schwarze Fahnen. Konntest du mit der Fahne hier auch mittendrin. Es wird sehr fett werden. Kinder rennen ein mit Fahnen von Rapid und Sturm Graz von beiden Seiten. Und da ist, glaube ich, so eine kleine Show noch zu Beginn. Stellt euch vor, eine Show, bevor es losgeht. 30.000 Fans im Stadion. Das muss so geil sein, Spiel. Ich glaube, ich habe es schon gesagt. Ich weiß nicht. Also,
ich kann mich da wiederholen. Es muss eines der heftigsten Gefühle sein als Spieler. Ich glaube, die Leute können es genießen. Beide Mannschaften. Die Spieler haben sich verdient, haben es beide durchgesetzt bis ins Finale. Und jetzt wird sich entscheiden, wer ÖFB-Cup-Sieger wird. Aber auch diesmal kenne ich wieder Leute drüben. Paul, Denise, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr noch. Ich glaube, Hedy ist drüben. Schöne Grüße. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Aber natürlich hoffe ich, dass der Pokal da drüben geht. Ich weiß nicht, man hört es, glaube ich, auch trotzdem pfiffen. Sie singen nur in der Rapid Wien. Haben weiße und grüne Fahnen hochgegeben. Schaut auch sehr gut aus, muss man sagen. Schaut sehr gut aus. Die Mannschaften kommen rein. Stadionsprecher kündigt alle an. Wir werden die Fahnen rausgeholt. Schwarz-weiß bis zum Konzert drüben. Ich hoffe, du hast Spaß dabei, Bro. Ah, das schaut richtig gut aus. Die Fans sind motiviert. Rapid drüben, wir haben es schon gesehen. Geht nur hier auf der Breitseite, ist nicht weiter. Aber schaut geil aus. Die Spieler motiviert. Hier alle Kinder davor. Wahnsinns-Choreografie. Wahnsinnsspiel, ich freue mich. Hier wird über die Fläche oben noch was ausgezogen. Bundeshymne, Fans links singen, rechts eigentlich, glaube ich, ruhig. Jetzt geht's auch da los. Lalalala. Das ist im Hintergrund. Niemand sieht mich von den Fans. Grumratz-Fans machen ihr Ding, Grumratz-Fans machen ihr Ding. Wir leben dieses Spiel, wir leben dieses Spiel. Wir wollen unbedingt den Titel und jeder kämpft seinen Verein den Titel. Das ist so heftig. So heftig. Ich glaube, die können selber nicht realisieren, was hier in der Stimmung ist. Und die gehen langsam über das Feld. Ich glaube, die realisieren erst wirklich, wie heftig es ist. Die gehen auch nochmal zusammen. Jetzt geht's gleich los. Farben drücken, Gas geben. Aber ein geiles Pokalfinale. Die feiern auch nochmal ihre Spieler, die kommen nochmal hin. Die ganze Tribüne macht mit. Jeder ist bis in die Fingerspitzen motiviert. Und drüben alle wieder die Fahne raus. Alle machen mit. Das ist unfassbar. Unfassbar. Oh, erster Abschluss. Es ist 30 Sekunden gespielt, alles voll mit Pyrotechnik da drüben. Wahnsinn. Da drüben auch eine kleine, aber immer noch alle mit den Fahnen. Jetzt sind auch da die Pyros in der Mitte gezogen. Das ist so heftig. Das ist sehr heftig. Geht doch alle durch. Guter Abschluss. Angeblich nicht drinnen. Und uns den Pokal für Kur, für Stadt und General. Komm. Oh, Gassi-Begum ist so wichtig. Das ist so laut. Checken die Rapid-Fans nicht, warum müssen sie Sachen unterwerfen? Die ganzen Rapid-Fans brauchen nicht mehr.
Spieler, es werden Sachen runtergeworfen, auf den Spieler, aufs Feld. Komplett unnötig, komplett unnötig. Jetzt geht's ab da hinten, ich weiß nicht, was passiert ist. Vor allem am Anfang, dann wurden Sachen. Jetzt fliegen welche von den Rapid-Fans runter, also die haben es heute nicht im Griff. Oh, mit der Ferse. Pausenstand 0-0. Mannschaften gehen rein. Halbzeitbasis, was soll ich sagen? 0-0, spannendes Spiel. Am Anfang Sturm besser, dann Rapid, dann wieder Sturm. Eigentlich ein Hin und Her. Es waren noch nicht so die überkrassen Chancen dabei, aber schon ein paar sehr gute. Einmal von Sturm durch das Nicht-Tor, was ja leider nicht über der Linie war. Doch am Schluss noch einmal eine Freistoßsituation sehr, sehr gut. Auch Rapid in der Situation gut ausgespielt. Mal schauen, wie es in der zweiten Halbzeit wird. Es ist wirklich alles offen. Nicht so eindeutig, wie ich gedacht habe. Bin ich falsch gelegen, kann man nichts machen. Trotzdem Daumen drücken, dass es für Sturm heute reicht, für den Cup-Titel. Wie fandst du die erste Halbzeit? Ich fand sie relativ ausgeglichen. Es gab schon geile Chancen, muss ich sagen, für beide Mannschaften. Ich sag, wenn Sturm ein Tor kassiert, dann weil sie sich blöd spielen und nicht, weil jetzt irgendeine fußballerische Leistung hinter Rapid steckt. War es in der Choreo? Die Choreo ist saugeil. Wirklich, Stimmung ist tiptop, war saumäßig. Kurze Sache, bevor die zweite Halbzeit losgeht. Diese Deckel, sie fucken komplett ab. Ich will den Deckel runtergeben und nicht da, der hängt immer ins Gesicht rein. Das fuckt richtig ab. Zweite Halbzeit geht los. Hier bei Rapid oben nochmal schön mit Pyro etc. Leuchtet richtig geil, schaut schön aus. Jetzt 45 Minuten, die entscheidend sein werden. Ich kann es nicht in Worte fassen. Oh mein, das ist Cup-Finale. Bist du deppert? Oh mein Gott. Da drüben ist alles eingeraucht. Schaut euch das an, die ganze Tribüne. Schaut heftig aus. Auch da drüben alles eingenebelt. Die Fans geben richtig, richtig Gas. Im ganzen Stadion ist darauf von der Pyrotechnik. Ein Fußballfest. Ich muss auch sagen, die Einschätzung bezüglich der Verteidigung von Rapid war auf jeden Fall falsch. Also morgen haben wir immer spielt sehr gut. Also da gibt es eigentlich nichts. Natürlich nicht nur unser Kleid gespielt, aber nicht, dass es auffallen würde, dass sie nicht die Stamminnenverteidiger gewesen sind in den letzten Wochen und Monaten. Das ist auch sehr, sehr laut. Ich kann weder hier filmen noch hier filmen, weil sie gehen gleich so laut sind. Ich kann nicht auf einen Fan sagen, es ist so heftige Atmosphäre. Unfassbar. Oh! Hey, mega Heiz komplett ein, alle stehen auf, alle machen mit. Hört sich das an, ich höre mich wieder nicht, das ist so laut. Hey. Nein! Nächste richtig, richtig gute Chance vor Zakaria und wir setzen sie durch vor jedem Kopfball drüber. Jetzt muss man eine Chance reingehen, schon wieder die Chancenverwertung. Es ist ein unfassbares Fußballfest. Links laut, rechts laut, man versteht nicht was ist, es ist einfach nur laut, Fängnis, Wahnsinn. Das gibt's nicht.
Amprit Zakaria, Zauberer. Zakaria! 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 SK Sturm, wir regieren! SK Sturm! Ich muss sagen, obwohl es Tor gerade gefallen ist, auch Rapid mit einer komplett anderen Supporter-Mannschaft. Die wollen den Ausgleich, weil hier drüben ist der Feier unfassbar. Eingeläutet. Schaut sehr geil aus. Ganz an dem links rüber, rauf und nach unten. Das sieht aber jetzt schon wegen Platzsturmgefahr rundherum um den Platz überall Orte. Da kommen jetzt noch einmal mehr raus. Die werden noch mal wo eingeteilt werden. Überall, damit man ja nicht ins Spielfeld nach Spielende kommt. Hat sich verletzt. Pyrotechnik unten rum. Ein Spieler verletzt. Rapid hat einen eigenen Spieler mit Pyrotechnik verletzt. Was passiert da? Emega wird verletzt von seinen eigenen Spielern. Rapid wirft auf einen eigenen Spieler. Die Fans haben Pyro auf eigenen Spieler. Und ist der ist verletzt. Wahnsinn. Also, was passiert? Und jetzt komplett am Party 2-0. Wieder. Hey, du siehst zu heftig, der ist der Wiener, hey, der Wiener ist der Wiener, hey, hey! Ja, jetzt! Aber Emega, du bist... Manuel Emega, der hat, glaube ich, heute 300.000 oder 400.000%ige Chance, bevor jeder Einzelne. Zakaria spielt sich immer auf, das ist Wahnsinn. Und wieder was aufs Feld geworfen. Kommt wieder von oben runter aufs Feld. Da rennt sofort der Betreuer rein. Fanservice im Zweck. Oh, die Parade! Sehr stark! In die Spielerei! Mitten in die Spielerei geworfen! Und da rennt wieder der Fanservice! Nächster Gegenstand fliegt schon wieder aufs Feld. Sie hören nicht mehr auf, sie haben aufgegeben. Er hat noch Becher auf den Konto geworfen. Ja! Alle haben es voll. 2-0. Alle rennen hin. Feiern. Und weitere Gegenstände fliegen hier aufs Spielfeld. Unfassbar, das ist es. 2-0. Becher, sehr, sehr laut, sehr stark war heute. Außer unnötigen Szenen am Schluss. Aber hier sind schon einige weg.
sind halt sehr unzufrieden, was ich verstehen kann, aber trotzdem, Rapid war erste Halbzeit gerade der dabei eigentlich. Alle machen mit, die ganzen 5000 Leute. Und in der Höhe-Cup-Sieger. Ausnahmslos. Das ist halt so heftig. Hier noch ein Applaus für Rapid, Platz 2. Und sie bekommen, glaube ich, ihre Medaille. Hier gehen sie auch dann gleich weiter runter, direkt wahrscheinlich in die Kabine. Die haben heute keinen Grund zu feiern und dazu bleiben. Wir bekommen eine Medaille. Erste Halbzeit nicht gut, zweite Halbzeit sehr solide. Jetzt Sturm Graz, sie holen sich die Medaille und dann auch noch einen Pokal. Man sieht es. Rechts und links. Hier in live. Hey! Die feiern. Ja, sehr schön. Wieder laufen mit dem Pokal zu den Fans. Was ist das für ein heftiges Gefühl, schon du sitzt da. Alle klatschen für dich. Du hast gerade gewonnen. ÖFB-Cup-Finale. Wahnsinn. Stehen alle da. Keiner kann es glauben. Diese Atmosphäre, dieser Erfolg. Wahnsinn. Hey, ist der Pokal. Die Feierlichkeiten sind jetzt dann vorbei. Die Spieler gehen langsam in die Kabinen. Bisher sind sie noch da. Wahnsinn. Ich kann es gar nicht sagen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Wir sind auf einer Raststation. Ich mache eine kurze Pause beim Fahren. Er hat sich zum Essen einen Kuchen geholt. Da ist einfach auch süß davon ab. Schmeckt? Wir haben nur so eine Beef Roll, scharf genommen. Ballert. Schmeckt sehr gut. Kann man schon mal machen. Kleiner 1 Uhr Frühsnack. Ich melde mich jetzt noch einmal am Tag nach dem Spiel. Ich kann es immer noch nicht fassen. ÖFB Cup Finale, Sturm Graz, ÖFB Cup Sieger, Wahnsinn. So viele Torchancen, so eine Wahnsinnsstimmung von beiden Fanlagern. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das ist wirklich die heftigste Stadion-Experience, die ich jemals hatte. Es war richtig, richtig geil. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Natürlich war es noch ein langer Weg nach Hause. Nichtsdestotrotz, es hat sich so ausgezahlt, nach Klagenfurt zu fahren und wieder zurückzufahren. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet diese Emotionen spüren in dem Video. Wie geil das war, wie die Fans waren, die Stimmung, wie die Spieler sich reingeworfen haben, die Emotionen bei den Toren, alles drum und dran. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, Kommentar und Abo wie immer da lassen. Danke für den heftigen Support. Die haben mich auch wie immer sehr gefreut über alle Leute, die ich getroffen habe, also die Fotos gemacht haben, mit denen ich nett geredet habe, was auch immer. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und in dem Sinn, nächstes Spiel, was ansteht, Austria Wien gegen Sturm Graz am 7. am Sonntag. Und bis dahin bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, außer haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.